Das kann hier tatsächlich durchaus was werden. Ah ja, natürlich hat es sehr schön eingeladen. Und hat jetzt den Einstalker verloren. Es ist aber auch nur noch ein Tank und eine Banshee. Ein zweiter Tank kommt, zwei SCVs kommen ebenfalls. Wir kommen zum letzten Spiel in der Serie Showtime gegen Clem. Showtime, der auf der letzten Karte den 2:2 Ausgleich erzielen konnte. Hier links oben wieder als blauer Protoss gespawnt. Und rechts unten sein Gegner, es ist Clem, der hier diesmal ganz früh scouten geht. Entschuldigung, roter Taran, der ganz früh scouten geht und es sieht nach einem All-In aus, hier sogar. Zwei SCVs gleich da, zeitversetzt gerallied, aber es ist tatsächlich kein Scout dann, sondern es wird ein All-In auf Kairos Junction geben. Hier erste Barracks und es wird noch eine zweite Barracks dann tatsächlich werden. Noch gar kein Gas, Entschuldigung, habe das Production Tab vergessen. Noch gar kein Gas bisher gesammelt und der Showtime macht sich jetzt auf den Weg. Wird es also sogar relativ früh spitz kriegen und wird dann eventuell oder für ihn hoffentlich dementsprechend reagieren können. Wird sehen, dass hier vorne keine Kaserne gebaut wurde und jetzt aber doch ein Gas von Clem. Dann weiß ich gar nicht, was für Einheiten er hier bauen will. Aber wir werden es gleich sehen. Showtime sogar, wenn er sehr aufmerksam ist, wird er hier sogar die Arbeiter zählen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wo genau er seinen Fokus drauf legt, aber war jetzt nochmal hinten, ja. Okay, also er ist nur kurz durchgefahren. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich gezählt hat. Aber dann hätte er sogar sehen können, dass hier ein Arbeiter fehlt. Und jetzt ist ein zweites Gas und es kommen trotzdem Marines. Bin momentan noch ein bisschen verwirrt, aber Clem wird sich sicherlich was dabei gedacht haben. Nur was er sich dabei gedacht hat, es kommt ein Bunker. Er will ja also die Expansion stoppen. Ich weiß nicht, ob der Bunker durchkommt. Der erste Salad ist fast fertig. Ah, also Salad ist schon da und es werden auch zwei Arbeiter gepult. Na, das, der Bunker, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bunker hier fertig werden wird. Erster Marine kommt jetzt, aber gegen den Einzeller, da muss er weg, Micron. Einfach nur laufen. Hier kommt sogar jetzt eine Low Ground Shield Battery von Clem. Zweiter Salad ist auf dem Weg, aber der Bunker ist immer noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Gerade mal halb durch. Jetzt kommen viele, viele Arbeiter. Ich weiß nicht, ob er den. Kriegt er den Fokus hin? Ah, nein, der Bunker wird weiterhin nicht fertig. Hier fünf Arbeiter, die den Marine von Clem, oder die Marines von Clem verfolgen und die Shield Battery jetzt fertig, da können die Marines keinen Schaden mehr machen, also da können sie einfach nur noch wegrennen. Jetzt kommt ein weiterer Bunker weiter hinten. Jetzt vier Marines, aber da ist der erste Stalker, jetzt müssen die Marines eigentlich auch schon einfach nur zurückrennen. Dagegen können sie nicht ankommen. Ich weiß gar nicht, warum es versucht, der gibt es jetzt hier eigentlich auch auf, keine Ahnung. Also ich meine, die Marines, die sind alle weg, alle lost, vielleicht können sie mit ein bisschen Glück noch den einen Salad hier rausnehmen. Nee, jetzt stirbt noch einer. Aber selbst die Kasernen sind schon wieder auf dem Rückweg und hier sieht es ganz und gar nicht gut aus für Clem. Hat jetzt praktisch momentan keine Produktion, nur Arbeiter werden gebaut. Ja, und die drei Marines sind immer noch auf dem Weg nach Hause, aber wenn er Pech hat, wird es die beiden auch noch verreißen. Und dann stehen hier vor allem gleich zwei Salads vorne. Gut, jetzt kommt ein Cyclen. Aber Showtime weiß, er kann so früh keine Pressure kommen, er expandiert einfach. Und geht jetzt seinerseits in eine Robo. Und also wenn er mich fragt hier, ich meine, es kommt ein Cyclone, aber das war's dann. Und hier kommen zwei Salads und zwei Stalker insgesamt an. Und oben ist nicht zu. Das könnte jetzt theoretisch schon Schaden machen. Und Clem ist meiner Meinung nach eh schon hinten. Das kann jetzt gleich richtig Probleme geben für Clem. Ein Marine ist noch da. Das Supply Depot wird ja nicht fertig, muss sogar schon wieder Worker pullen, obwohl er wie gesagt hinten ist. 10 Arbeiter hinten, so jetzt fällt ein Salad, fällt der zweite, fällt auch, aber trotzdem, es wird nochmal ein Stalker, Entschuldigung, der Stalker kommt vielleicht weg, ne, der stirbt, aber Cyclone überlebt, also das hat er dann nochmal ganz schön gemicrowed, aber trotzdem, Nexus ist jetzt durch und hier haben wir noch nicht mal einen auf dem Weg. Also er kann eigentlich Clem nur noch ein All-In folgen lassen. Ich weiß halt nur nicht, was für ein All-In er jetzt hier noch folgen lassen will. Es kommt eine Banshee. Ja, vielleicht kann er somit nochmal Schaden machen, aber wir sehen zwei weitere Gates von Showtime und ein Warp Prison. Vielleicht will er einfach selber jetzt hier aggressiv werden.
Ja, jetzt hier oben sind die Barracks wieder gelandet. Hier werden fleißig Marines produziert. Aber Showtime ist sehr aufmerksam. Hat es hier sogar gescoutet. Also er weiß, dass er nur noch ein All-In kommen kann. Und würde sich dementsprechend vorbereiten. Vorerst mal nicht. Es kommt eine Shield Battery. Aber tatsächlich, er will aggressiv werden. Und wieso auch nicht hier mit dem Warp Prism? Er hat ja so viel Micro-Potenzial mit dem Warp Prism. Es kann hier tatsächlich durchaus was werden. Ja, ja, natürlich hat es sehr schön eingeladen und hat jetzt den Einstalker verloren. Es ist aber auch nur noch ein Tank und eine Banshee. Zweiter Tank kommt, zwei SCVs kommen ebenfalls. Und hinten steht er bereits relativ gut mit zwei Shield Batteries. Die eine ist ja noch von vorher da. Und vorne kann er jetzt ein Go machen. Hier allerdings auch weitere Marines. Ich weiß nicht, was jetzt hier gleich passieren wird. Es ist ein Immortal da und vier Stalker momentan. Jetzt kann er einfach aber auch recallen, theoretisch. Ah, da geht's einfach drauf, aber der erste Tank fällt schon. Die Shield Battery hält den Immortal so gut es geht. Der fällt hier gerade so, aber Showtime hat dann auch schon viele Units rausgenommen. Jetzt sind hier nur noch Marines und die werden jetzt auch so ein bisschen von allen Seiten angegangen. Das Warp Prism ist einfach heimgeflogen und Clem sieht's ein. Ja. Da ist einfach nichts mehr zu machen. Leider Gottes, also da konnte er nichts mehr machen. Da ging sein Opening gehörig schief. Wenn er den Bunker vielleicht hinbekommen hätte, ja, dann vielleicht, ja, dann hätte er wenigstens den Nexus mal delayen können. Aber so war da wohl nichts mehr zu machen. GG von Clem. Showtime entscheidet die Serie also mit 3 zu 2 für sich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so eine ganze WCS-Serie zu casten. Wenn euch irgendwas am Herzen liegt, könnt ihr es gerne mir mitteilen. Ich würde mich sehr darüber freuen, über jegliche Kritik, ob positiv oder negativ. Ich würde gern wissen, was ich gut mache oder was ich besser machen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, mal schauen, wann ihr dann das nächste Mal wieder was von mir zu sehen bekommt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann.